Dann verlor Yoshi sie aus den Augen. Es war das letzte Mal, dass er seine Hundemutter gesehen hatte. Wie lange Yoshi und die anderen Hundewelpen im Auto gefahren wurden, wussten sie nicht. Stundenlang ging die Fahrt noch weiter. Dann wurde das Auto endlich langsamer. Hallo, aufwachen! Hey, nicht weiterschlafen! Yoshi stupste seinen Bruder neben sich an. Hey, wir sind da! Die Reise ist beendet!